Willkommen YouTube, wir starten heute nochmal ein richtiges Let's Play in LS19. Auf den nordfriesischen Marsch natürlich. So, wir starten mit 4,25 Millionen, kaufen uns davon Traktoren, alles mögliche, Feldbearbeitung, Felder. Als erstes starten wir natürlich mit dem Feldkauf. Erstmal nehmen wir natürlich Feld 34, das ist ja, das muss man einfach besitzen. Jetzt gucken wir erstmal. Feld 19 sind natürlich Kartoffeln. Sonnenblumen sind hier. Ich weiß nicht, Sonnenblumen sind natürlich, wir können auch natürlich gleich das Große nehmen, haben dadurch aber wenig Kapazität für Traktoren und so. Wir gucken mal, was kaufen wir uns noch? Hier sind Zuckerrüben drauf. Weizen ist Feld 1. Feld 2 ist der erste, wenn ich das richtig sehe, ja. Was nehmen wir? Was nehmen wir für Felder? Ich würde sagen, wir nehmen, ja, das sind so 1 Million, investieren wir hier nochmal in Raps und Weizen. Nehmen wir. Upsi, falsche Taste. Ja, so. Jetzt haben wir noch, ja, rund 3 Millionen für Maschinen. Da gucken wir erstmal. Was wollen wir denn? Wir wollen mal gucken, Großtraktoren, mal gucken, ob wir hier einen finden, mit dem wir hier schön arbeiten können. 536 PS. Das ist natürlich hier eine Maschine. Motoraufrüstung auf 646 PS. Kostet 480.000. So, dann haben wir für eine Radgewichte Zwillings, Drillingsreifen. Wir können natürlich hier die fette Maschine nehmen. Die Frage ist, wollen wir gleich so große Maschinen haben? Ja, den nehmen wir. Den Challenger. Den habe ich jetzt auch zum ersten Mal. Jetzt nochmal vielleicht eine etwas kleinere Maschine. Dafür aber vom Preis her angenehmer. Es sind noch mehr Challenger. Ich habe ganz schön viele Challenger-Mods. Ein Glas ist natürlich auch was Attraktives. Was haben wir denn hier? Ein Quadrack. Ja, gut. Hier so ein ganz flotten. Den finde ich optisch ganz cool. Hat nicht so viel PS, aber optisch finde ich den ganz geil. Mit den Ketten um die Räder und so. Den finde ich, der ist cool geworden. So, aber na, mal gucken. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Challenger. Hat deutlich weniger Leistung. Der Quadrack. Natürlich auch cool. Geht bis 692 PS. Kostet aber auch 500.000. Wir bauen uns erstmal eine Mähdrescherflotte auf. Da habe ich ganz klassisch. Mein Lieblingsmähdrescher werde ich hier auch verwenden. Und zwar den hier, den Lexion 8900. Der ist einfach ein Traum. Den nehmen wir natürlich auch. Elbensteller Michelin. Nee, Mieters auch nicht. Sind noch Breitreifen. Wir nehmen den in der Standardausführung erstmal. Kostet auch. Weiß nicht, kaufen wir uns davon direkt einen zweiten? Ja. Ja, was soll das? Was soll der Geiz? Ich nehme hier, nee, soll ich das Standardschneidwerk nehmen? Ich weiß es nicht. Standardschneidwerk für 83.000, also das nehmen wir hier. Das brauchen wir aber noch nicht. Ich tendiere eher zu, hier habe ich hinten den hier. Diesem Schneidwerk, das ist ganz schick. Hauptfarbe machen wir Glas. Glas. Und jetzt hier Logo, auch Glas und schon passt das. Das nehmen wir nochmal mit dazu. Jetzt brauchen wir auch Anhänger. Mit was fahren wir unsere Ernte ab? Weiß ich gar nicht, was wir nehmen. 52.000, das ist nur für so ein paar Sachen. LKW möchte, weiß ich noch nicht, möchte ich noch nicht investieren, so wirklich. Was haben wir denn hier Schönes? Der ist eigentlich ganz schick. 90.000 Liter. Nehmen wir den einmal, den können wir in Rot machen. Was ist Designfarbe? Krüger Schwarz. Ne, nehmen wir den in Grün. Mit Erhöhung. Oder ohne. Nehmen wir mal mit Erhöhung. Abdeckung. Ja.
Ja, nehmen wir eine Abdeckung mit rein. Reifenvariante Breitreifen Standard. So, haben wir den noch dazu gebucht. So, jetzt kommen wir hier zu dem Wichtigen. Nee, da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Erstmal eine Halle kaufen, wir brauchen ja Hallen. Nehmen wir gleich die große. So, wo setzen wir die Halle hin? Ich würde sagen, wir machen das hier hin. Drehen wir schön. Dann setzen wir eine Halle hier hin. Gut, die Bäume entfernen wir noch. Und eine andere Halle. So, ist das gerade? Nein. Es muss zumindest hier hinpassen. Warte mal. Ja, wir hätten es rastern sollen. Dann hätten wir sie perfekt gegenüberlegen können. Machen wir hier hin. So, genau. Jetzt haben wir schon mal zwei Fahrzeughallen. Dann brauchen wir noch diverses. Brauchen wir natürlich Auffüllbehälter. Hier haben wir einmal Saatgut. Stelle ich mal hier hin. Saatgut, Mineraldünger und Flüssigdünger. Dann haben wir erstmal alles. So, welche Einstellungen spielen wir? Wir spielen Sprit brauchen normal. Wirtschaft machen wir auf einfach. Um erstmal ein bisschen reinzukommen und so. Das machen wir aus. Damit wir reinkommen, damit wir uns schon mal Produktion so leisten können. Wenn wir viele Quellen haben, mit denen wir Geld verdienen können, dann nehmen wir das raus. Das alles ausmachen. Pflanzen wir schon mal, aber schnell. Pflanzen sterben aus. Fruchtzerstörung aus. Das mache ich erstmal alles aus. Machen wir auch demnächst an. Nee, außer Unkraut machen wir an. Unkraut kaufen wir uns noch, weil mit Pflügen und so, das kostet erstmal zu viel Aufwand. Dann vernünftig gut. Ich habe einen unrealistischen Flug, aber den verwende ich ganz gerne. Da ist so diese lästige Arbeit flott erledigt. Ist ja verdammt unrealistisch, aber ich werde auch unrealistische Mods verwenden. So meine Standard-Mods. So, was wollte ich denn jetzt kaufen? Hier eine Feldspritze. Nehmen wir so eine. Dann sind wir 40 Meter. Oder nehmen wir hier so einen Selbstfahrer. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist denn die Kategorie? Pflanzenschutz da. Dann nehmen wir mal den hier. Der ist recht cool. Den werde ich auch wieder nehmen. Der kann recht schnell fahren. Ist natürlich auch ein bisschen umgemoddet. Kann sehr schnell fahren. Hat einen schönen Tank. Und hier ist er. Unser Challenger. Wir brauchen natürlich noch eine Seetechnik. Das Wichtigste fast vergessen. Seetechnik. Was habe ich denn hier so im Angebot? Ein Horsch. Was die Redzeit, bla 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 mit Fahrgassen. Was bist du hier? Du kannst Mais und so anbauen. Du bist ja verrückt. Kein verrücktes Gruber notwendig. Nehmen wir die Amazone. Glasdesign. Muss natürlich passen. Gut, obwohl wir eigentlich Challenger gelb haben. So nehmen wir sie. Genau. Dann fahren wir mal so einen Challenger los hier. Oh ja, das ist eine fette Maschine. Oh. Erstmal alles über den Haufen fahren. Da habe ich mal kurz geguckt, ob Aufnahme alles läuft. Und schon passiert ein Unfall. Und andocken. Natürlich brauchen wir erstmal keine Sätechnik. Unsere Felder sind ja fertig. Wir fahren aber schon mal den ersten Teil jetzt in der Halle. So sieht's aus, wenn man es aufklappt. Passt doch echt gut zum Traktor. Gefällt mir. So, was sind so die Pläne? Also, was ich gerne tue, was man hier auch sieht: Mischration 2400 und so. Das ist natürlich. Da wollen wir hin. Wir wollen Mischration produzieren. Und rum hier. Gut, wir hätten Feuer reinfahren können. Hätten uns den Weg gespart. Aber schon ist die Kohle weg. Also, viel haben wir nicht mehr.
Zwei Mineraldünger tanken. Ah, noch ein Stück nach vorne. Jetzt. Mal hier alles voll machen. Auto Drive kann erstmal weg, das Fenster. Er hat ordentlich Kapazität, muss man schon sagen. Die Amazone. Ja, den Challenger verwende ich, wie gesagt, zum ersten Mal. Ich denke, er wird einen guten Job machen. PS-Leistung hat er auf jeden Fall ordentlich. So, schön hier ranziehen. Jetzt hier nochmal voll machen. Der erste Raps, Soja, Mais und Kartoffeln. Bitte wie? Der kann ja alles anbauen. Außer Roggen. Gut, Roggen und so kann er nicht. Schade. Aber ist denn erstmal so. Zuklappen. Mal kriegen wir dich hier noch wegbewegt. Und hier rum. Was ich auch recht früh eigentlich planen möchte und haben möchte, ist ein Wald anlegen. Also schon mal selbst einen Wald anlegen, damit der, weiß ich nicht, Folge 20 oder so fertig ist. Oh Gott, was mache ich denn hier? Das ist natürlich, weil er so ein Knickgelenk hat in der Mitte, natürlich ein bisschen schwieriger damit rückwärts zu fahren, finde ich. Plopp. Tappen wir rüber. Ja. Meine Lieblingsmähdrescher hier in LS19 verwende ich extrem gerne. Habe ich auch noch gar nicht so lange in Verwendung. Ich habe die in privaten Spielstand von mir in LS19. Also hier auch NF 2.2 habe ich die auch in Verwendung. Auch einer meiner Lieblingsdinger. Also wie gesagt, die nordfriesische Marsch ist schon echt geil. Ich glaube zwar, dass eine andere Karte mit den gleichen Produktionsqualitäten genauso geil sein kann. Ich glaube, Hof Bergmann ist ja auch recht beliebt und hat recht viele Produktionen. Habe ich noch nicht gespielt. Kann ich ja vielleicht, oder gucke ich mir vielleicht auch mal an. Jetzt dreschen wir erstmal das erste Feld, starten wir zumindest. Hier ist das Feld Weizen. Wenn ich mich recht erinnere, war doch Weizen, ne? Ja, sieht nach Weizen aus. Nein, ich habe es nicht erkannt, ich erinnere mich nur. Weizen, Weizen. 139.000 Liter wird planmäßig hier für uns überbleiben. Upsi. Mal hier rangieren. Ich versuche natürlich nicht so extrem durchs Feld zu ballern und so und das auszunutzen. Aber Fruchtzerstörung ist bei mir so ein Frustrationsding. Und dann dreschen wir mal die ersten Meter schon mal. Hier machen wir Strohablage bitte an. Das Stroh möchte ich gerne haben. So, mal die Inneneinsicht. Ja, man kann sie natürlich kaum über den Schneidwerk hinausgucken. Aber so soll die Maschine ja sein. Da können wir schön dreschen. Wir sagen aber das Crossplay, das man bitte macht. Crossplay Feld 1. Rundherum zwei Vorgewände, die in den Uhrzeiger sind scharf. Eine Überlappung von 1%. Sehr schön. Und ersten Wegpunkt bitte Gummi geben. So, Feld Nummer 1 für uns und für das Spiel wird gedroschen. Schön hier dreschen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Feld. Feld 15 besitzen wir auch. Und andocken. Vorsichtig. Muss ja eigentlich das Licht anmachen. Hier Vorsicht, Überbreite. Überbreite unterwegs. Ne, das lenkt ein bisschen ab. Das ist ja auch gefährlich. Und rum hier. Oh Gott, voll die Kurve geschnitten. Sorry. Feld 2, du wirst auch bei mir gehören. Was ist auf Feld 2 unterwegs? Moment mal, wir haben gar nicht geguckt. Ist Feld 15 ist noch gar nicht erntebereit. Dann stellen wir dich erstmal hier hin. Dann kommst du erstmal zurück zum Hof. Können wir uns eigentlich diese Felder hier leisten? Ja. Upsi. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die werden wir auch zusammenlegen, eine große Grasfläche draus machen.
damit wir schon mal anfangen können mit Mischration. Erstmal müssen wir Kohle verdienen. Wir werden natürlich später auch recht viel automatisieren mit Cosplay. Das ist klar. Habe ich Unkraut jetzt eigentlich angelassen? Ich glaube schon, ne? Ja, Unkraut war an. Noch 100.000 haben wir. Ja, die Kohle muss natürlich erstmal raus. Ist ja ganz klar. Erstmal investieren, um dann die große Kohle machen zu können. Und... Nio. Ah, wir haben gleich einen Pflanzenschutzbehälter gekauft. Pflanzenschutz ist nicht da. Natürlich wollen wir auch später alles selbst produzieren. Darauf wird auch erstmal der Fokus liegen, dass wir die Produktionen selbst machen. Also platzieren, um selbst produzieren zu können. Wie Pflanzenschutz, Kalk, Dünger, Diesel, Saatgut. Ich glaube, jetzt habe ich alles aufgezählt. Das ist erstmal natürlich der Plan, dass wir das selbst machen. Sparen wir natürlich auch Kohle, ne? Das ist natürlich der Grund. Es ist eigentlich komplett gedüngt gewesen. Muss gepflügt werden, muss gekalkt werden. Feld 15 muss nochmal gedüngt werden. Können wir uns noch eine Düngertechnik leisten? Ich verwende diese gerne, können wir uns nicht leisten. Aber hier die kleine Kapazität auf 4050 Meter nehmen wir keine Abdeckung. Abdeckung ist unnötig, lass die Scheiße doch rausfallen. So, komm mal mit hier. Ah, Motor ist aus. Jetzt läuft er. Kommt auch schnell auf seine 43 km/h, also der hat ordentlich Dampf unter der Haube. Der soll ja auch mal unsere großen Maschinen ziehen. Das ist natürlich der Plan. Jetzt natürlich, Düngemission ist natürlich für ihn so, bitte wie? Was soll ich? Ernten? Hauptsache wir haben 3 Quests. Feld 9, wo ist Feld 9? Da oben. Düngen. Vertrag akzeptieren. Fado Penner. So, den Anhänger brauchen wir noch nicht. Bitte mitnehmen. Bitte mitnehmen. So, dann machen wir das Ding voll. Und dann verdienen wir uns ein bisschen Kohle. Düngen erstmal Feld 15, würde ich sagen. Natürlich ist unser eigenes Feld im Vordergrund. Feld 15 einmal düngen. Und dann Feld 9. Und dann haben wir auch den ersten Bauern zufriedengestellt. Ja, Schulden standardmäßig 250.000. 250.000 Schulden. Werden noch mehr werden. Ganz klar. Erstmal denke ich nicht ans Schulden tilgen. Das kommt später, wenn ordentlich die Produktion laufen. Wenn die Kohle von allen Seiten kommt, dann werden die Schulden ratzfatz getilgt werden. Aber erstmal werden wir ein paar Schulden machen müssen. Was heißt müssen? Wollen. Wir wollen ja Schulden machen. Damit wir schnell investieren können. Und so. Sehr gut. Ich sehe auch, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüssi.